Eigentlich nicht sein. Tests, Tests, Tests. Aber es ist Isaacs Mother. Isaac and his mother. Lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself as his mom watched Christian broadcasts. Wow. Hallo, herzlich willkommen zurück in Portal Knights. Wir sind hier. Wir spielen weiter. Yes. Wir hoffen mal, dass mein Spiel nicht abstürzt, weil ich habe Probleme mit der Grafikkarte scheinbar. Aber who cares? Aber ja, es ist auch gleichzeitig eine Premiere für Claudio. Er spielt dieses Spiel das erste Mal mit seinem neuen PC. Ich hoffe, du hast auch schön die Grafik ganz hochgeballert, weil du musst es dir, glaube ich, bei deinem alten sogar noch ein bisschen runterstellen, damit es nicht so hart geleckt ist. Keine, also weiß ich nicht, ich sehe keinen Unterschied. Okay, dann hast du wahrscheinlich nichts geändert. Dann hast du nicht viel geändert auf jeden Fall, weil du hast ja mal gesagt, dass du die Grafik ein bisschen runterstellen musstest, weil es ja in der ersten Aufnahme irgendwann angefangen hat, brutal zu laggen. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja, hier, Detailstufe hoch, Schattenqualität, sehr hoch. Aber ja, Claudio hat einen neuen PC. Daniel ist immer noch fett. Ich bin immer noch fett. Und es geht weiter. Und es ist ein bisschen was, habe ich jetzt gerade offscreen gemacht. Habe hier eine neue Kiste gebaut für Zutaten. Alles außer Mineralien, wo eben alle möglichen Zutaten reinkommen, wie hier diese Knochen oder die Zähne oder die Schuppen und so. Alles, was irgendwie nicht in die Kategorie Mineralien fällt, weil da haben wir hier unsere eigene Truhe für. Upsala. Kommt da dann auch Seide rein? Zum Beispiel, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, wie voll das Ganze nachher wird, aber ist jetzt erstmal so der Plan. Aber weißt du was? Mhm. Ich habe immer noch den goldenen Haken von Captain Brian Diamondbeard. Scheiße, du hast ihn immer noch dabei. Ja, Mann. Was können wir denn hier? Ich kann damit sogar Sachen abbauen. Ich wünschte, wir könnten den irgendwo an die Wand hängen oder so. Das wäre. Nein! Ich bin jetzt Captain Brian Diamondbeard. Ja, aber du musst dir den. Nicht du! Du musst dir dann auch die Hand abpacken und den da. Und den da dran machen. Vielleicht werde ich das auch irgendwann mal machen. Aber jetzt werde ich damit Sachen abbauen. Okay. Wie dieses Portal, das ich abbauen will. Warte mal, das Portal. Okay, gut. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht. Was ich gerade sehe, das ist das erste Mal, dass wir eine Aufnahme starten und es gibt keine Geschenke. Ja, das stimmt. Diesmal waren keine Geschenke im Briefkasten, wieso auch immer. Sonst hat sich grundlegend jetzt eigentlich nichts verändert. Wir haben hier immer noch unser Haus. Willst du meinen goldenen Haken kaufen? Nein, den kannst du nicht kaufen. Haben. Den kriegst du nicht. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich, wenn ich da alles, was Patze gesagt hat, richtig interpretiert habe, dann werde ich jetzt hier gleich den eisernen Bogen bauen. Achso, da brauche ich noch Holzscheite für, okay, aber. Dann werde ich Wieso soll ich falsch interpretieren? What the fuck, Mann? Nee, wenn ich richtig verstanden habe, was du gesagt hast, wollte ich damit sagen. Dann werde ich gleich den eisernen Bogen bauen. Kann die mich jetzt einfach nicht richtig du weißt, was ich meine. Ich bin mir nicht sicher. Also ich will ja hier niemanden. Rassismus. Nein, Moment, Moment, stopp. Das ist jetzt aber hier. Ich werde jetzt hier. Nein, das ist ja absolut. Nein. Daneben. Da liegst du mit deiner. Ja, seine dreckigen Wörter sagen, aber wenn mir mal eins rausrutscht, wird mir wieder jegliche Credibility des Sprechens abgesprochen. Ich finde, da liegst du mit deinen Behauptungen ganz schön daneben. Sollte immer wieder das Haus fluten. Ich habe nicht genug. Wie? Ich habe immer noch nicht genug Holz. Alter, mir fehlt ein Holzscheit. Jetzt ist aber gut ich jetzt. Ich habe nicht genug. Ich habe nichts mehr. Marcus Gruber, bitte verzeih ihm seine Sünden. Er ist nur ein dämlicher. Wie sagt man am besten zu ihm? Pelzer, genau. So hat es doch Schwabe immer gesagt. Er ist nur ein dummer Pelzer. Pelzerjung. Hat nicht genug. Ein dämlicher Plattdeutscher. So, was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte. Achso, ich hab das ja schon da. Ah.
Hey, weil du ja die Prämisse von lustigen Geschichten ja vorhin erwähnen wolltest, weil du wolltest ja eine lustige Geschichte erwähnen. Ach so. Ich hatte auch eine lustige Geschichte. Oh, ja. Ja, waren deutsche Urlauber gestern bei mir auf der Arbeit. Ja, oh. Die wollten eine PS5 haben, weil wir hatten ja zufällig, Anfang der Woche hatten wir wieder welche. Ja, das erwähne ich mal kurz so. Damit alle wieder ganz hysterisch, manisch, panisch werden. Ja, aber gibt ja eh nur online. Und da lag das Problem. Ja, ich setze mich hier, damit mir in die Augen schauen kannst. Ja. Nee, und da kamen diese deutschen Urlauber und die haben sich dann darüber aufgeregt, dass sie das probiert haben, online zu bestellen, aber sie können das nicht bei Marktabholung machen. Und dann kam halt eben, und das ist jetzt halt eben so typisch deutsch, und ich versuche es jetzt wortlaut, wie sie es gesagt haben, zu wiederholen. Also, verzeiht mir, wenn es nicht deutsch genug klingt, aber es ging ungefähr so. Nee, ich habe das bei euch online gesehen, und wenn ich das bestellen will, dann müsst ihr mir das anbieten, ne? Meh. ja. Das ist vollkommen richtig. Also, angeboten habt ihr es ihm, ja. Aber, Ja, aber es geht nicht, weil es ja, wer unser Kontingent erschöpft war. Das habe ich schon probiert zu erklären. Und dann kam die so, ja, aber warum ist es denn dann bei euch im Online-Shop drinne, wenn ihr es dann nicht habt? Ich wollte schon wirklich sagen, es gibt in Österreich aber mehr als nur einen Markt. Und das gilt für ganz Österreich. Und vielleicht hat ja irgendwer noch was, aber ja. Außerdem ist es bei uns im Online-Shop. Aber tun wir einfach mal so, dass wir halt der einzige Markt in ganz Österreich sind, ne? Außerdem ist es bei uns im Online-Shop so, dass du immer oben rechts in der Ecke den Markt auswählen kannst. Und dann siehst du direkt, ob der bestimmte Markt das noch vorrätig hat oder nicht. So sieht es nämlich aus. Klassiker. Ja. Yeah. Aber naja, das ist so typisch deutsch, da hast du mal recht. Okay, ich habe den Eisenbogen gebaut. Gibt auch genügend Österreicher. Ich meine, ich habe noch niemals, ich würde es mal sagen, einen mit 40 Jahre alten Mann gesehen, der wirklich zu einem kleinen Kind degeneriert, weil er halt eben keine PlayStation bekommen hat. Und das ist scheiße und wir müssen ihn kompensieren. Und er hat diese ganzen Gutscheine nur für die PS5 gekauft. Die sind jetzt nutzlos. Aber machen wir jetzt nicht vor. Ja, Gutscheine, die kein Ablaufdatum haben, die sind jetzt nutzlos. Weil irgendwann wird sich ja das Kontingent verbessern, aber da ist der Gutschein bestimmt schon abgelaufen in einem Jahr oder so. Ja, reden wir lieber nicht darüber. Ich liebe es. Es ist manchmal Lust. Aber wieso kauft er sich Gutscheine oder hat er die geschenkt bekommen? Nein, die hat er gekauft. Die hat er extra für die Konsole gekauft. Ja, aber wieso? Er wollte damals die Konsole für seinen Sohn als Weihnachtsgeschenk und. Man weiß ja, wie das denn ist. Ja, Weihnachtsgeschenk ist nicht so. Oh nö, was ist denn da für Blubberzeug? Hast du da einen hier, der das macht? Ja, das waren so ein paar Schriftrollen, die habe ich mal gerade weggespammt. Die haben irgendwie kaum Schaden gemacht. Ja, die musst du, was ich da gesehen habe, du musst da wirklich bei dem stehen, die casten. Weil die sind alle da hinten erst gespawnt. Ah, okay. Na gut. Mein eigener Eisenbogen, hergestellt vom Schlechter der Drachenkönigin selbst. Ich werde ihn in Ehren halten. Woo! Wir haben ein Portalsteinfragment bekommen. Yay! Schön! Das ist gelungen. Also ich bulle mich hier mal kurz durch, weil ich brauche nämlich all den Dirt für das Terraforming auf unserer Einzel. Ich hoffe, die Locals haben kein Problem damit. Natürlich haben die Locals kein Problem. Was bist du jetzt hier? Oh, was ist denn eine Wanderkiste? Oh, das will ich jetzt aber. Das ist eine Kiste, in der du Sachen aufbewahren kannst. Aber du kannst die Kiste wieder abbauen und dann mitnehmen? Ne, das ist gerade ein Ereignis, was in 34 Minuten abläuft. Ah. Hey. Das heißt also, wenn ihr bereit seid, würde ich gerade nochmal den Planeten wechseln. Ja, ich brauche hier nur Dreck ab, also. Okay. Und danach müssen wir aber eh nochmal hier hin, weil von hier aus kommen wir nämlich weiter auf die nächsten Welten, glaube ich. Außer wir hatten beim letzten Mal schon eine von den nächsten Welten aufgedeckt, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Yeah.
Ich weiß, wir haben Welten besucht, aber haben wir die abgeschlossen? Das weiß ich nicht mehr. Finde die Truhe und hol dir ihren Schatz. Oh, das ist doch hier die Bucht von Captain Brian Diamond. Oder? Brian Diamond Bart! Ja, da ist er! Sie. Brian Diamond Bart! Ich habe jetzt auch deinen Haken! Was soll ich dir zu sagen? Spott ein Schiff ab! Er hat wieder hier irgendwo einen Schatz versteckt, hä? Holen wir uns den Schatz! Schiff ab. Fick dich, Captain Brian Diamond Bart! Wir brauchen dich nicht mehr und dein Boot brauchen wir auch nicht mehr! Die Frage ist. Was ist denn hier? Das Ganze. Weil das ganze Holz ist alles für unser Haus. Wir haben zwar, glaube ich, keine. Ja, hier ist der Schatz. Was? Ja, echt? Ja, komm mal erstmal hier. Leute irgendwie. Brian Diamond Spot, harte Armee hat mich niedergemacht. Ja, die gefallenen Piraten. Das ist die Frage. Arbeiten die für Captain Brian Diamond Bart? Ich weiß es nicht. Greife ich sie ihn an? Nein. Guck mal, was hier drin ist. Das ist nicht die Truhe. Aber da war Zeug drin. Ne, die müsste in 32 Metern Entfernung sein. Seht ihr das? Habt ihr das auch oben eingeblendet? Ja. Man kann also sehen, wo sie ist. Sie ist offensichtlich unter uns. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mal nach unten buddeln. Ja, ach, der Brian Diamond hat doch kein Problem mit, wenn ich jetzt ein Loch in sein Boot... Das liegt eh auf Wasser, auf Erde, trocken auf. Ja, aber wer weiß, vielleicht wieder ja. Aber nee, ich glaube, das sind die Minutenanzahl. Bitteschön, da. Das kann auch sein, ja, okay. Ich bin jetzt gerade unter der Erde, es hat sich nichts verändert. Ah, okay, dann ist es die Minutenanzahl, scheiße. Okay, dann wird's relativ schwer. Also irgendwo hier ist ein Schatz. In dieser Höhle, oder? Wo sein goldener Haken ist. Gewesen ist. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist ziemlich dunkel. Ich glaube, ich gehe mal an die Oberfläche. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier die Treppe an die Oberfläche war. Gab's hier überhaupt eine? Oder haben wir die uns selbst gebaut? Ich weiß gar nicht. Ich bin jedenfalls tief unter der Erde. Es ist dunkel und ich sehe rein gar nichts. Also hier ist ein paar Löcher. Ja, es gibt ein paar Löcher, wo ein bisschen Sonne reinkommt, aber ich hab absolut keine Ahnung. Da bist du. Hallo. Es ist ganz schön dunkel. Das heißt, wir haben jetzt T-30 Minuten Zeit. It is too dark. Diesen Schatz zu finden, Leute. Alter, was bist du denn für einer? Schattenpirat, ey. Der hat eine Pistole. Der Hund. Oh, shit. Eine Pistole. Aua. Also ich erkunde hier, dass das untere Reich. Hier gibt es zwar Plattformen und alles, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas versteckt wäre. Wobei es ist so verdächtig aus. Aber ich sehe halt eben auch sehr wenig. Ja, die Frage ist eben auch, ob man die Truhe erkennt. Weil. Ach, die wird man bestimmt doch irgendwas erkennen. Es gibt halt viele Schatztruhen. Ne? Irgendwo da hinten war auch noch was, aber... Zack, weg mit dir. Ah, ich hab richtig Spaß hier mit meinem neuen Dolch. Meine neue Fans. Ah! Bist du runtergefallen? Nö. Nein. Wurde angekotzt. Ich hab irgendwie Hunger. Dann hol dir doch was. Aber was? Eine Pizza, ein Steak. Bisschen Roast Beef. Ist kein Steak, du Witzboy. Veganes Steak, mein Junge. Ja, ich habe gestern veganes Schnitzel gegessen, aber es war nicht so gut. Also hier, wo seine Truhe war mit dem Haken drin, da ist nichts mehr. Ich hab's sie gefunden, nicht. Ich hab mich verarscht. Ah, okay, cool. Klar, der hat mich belogen, das miese Arsch. Aber mit dem goldenen Bohrer geht das so schön schnell, ich liebe es. Ja. Okay. Dann buddel ich mich mal wieder nach oben. Außerdem, Claudia, was ich noch dazu sagen will, vegane Schnitzel kann auch nicht gut sein. Das ist nicht wahr. Doch. Schmeckt schon okay, aber... Also, ich hab mal diese veganen... Cordon Bleu, also die mit dem Käse in der Mitte, die habe ich mal ausprobiert. Die fand ich immer lecker. Ja. Und die Chicken Nuggets sind auch ziemlich gut. Muss man sagen. Es schmeckt halt wirklich erstaunlich
krass nach Schnitzel. Ich will halt auch nicht wissen, was da noch an chemischen Zusatzstoffen drin ist, damit es so schmeckt, aber es schmeckt schon gut, muss man ehrlich sagen. Lecker Schmecker. Oh. Scheiße. Nein, ey. Ich bohr dich zu Tode, du Giftmann. Mach ich auch bei dir. Gerannt. Bisher ist nichts passiert. Ach, Gott sei Dank kann ich mich hier ganz gut verteidigen. Also hier unten ist, glaube ich, definitiv gar nichts. Ich habe mich jetzt hier so randommäßig überall durchgebuddelt. Es ist zwar ein Höhlensystem hier, aber dieses Höhlensystem ist fucking langweilig. Zeilen, du wirst ein paar Quarze haben. Tja, diese Truhe ist gut versteckt. Offensichtlich. Bestimmt ist da nur wertloser Scheiß drin, wie gelbes Portalsteinfragment. Das wär's. Das wäre ein bisschen lame. Also von der Event-Truhe erwarte ich mir dann doch schon mehr. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Mann. Ah. Ja, diese Ressourcen für Portalsteinfragmente ausgegeben. Für einen Bogen, der mehr wert ist als ein Portalsteinfragment. Wo könnte das sein? Das Problem ist halt auch, dass wir das Event jetzt das erste Mal haben. Dadurch wissen wir halt nicht, ob sich das lohnt, nach der Truhe zu suchen. Aber das macht es umso spannender. Macht es das wirklich? Ja, ich denke schon. Du wirst mir wohl nur einen Bären aufbinden, ne? Ich hab einen Bär gesehen da im Hinterzimmer. Ich will dir einen Brian Diamond Beard aufbinden. Ja, Brian Diamond Bart! Yes. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe mich erfolgreich wieder nach oben gebuddelt. Ist das da oben etwa die Truhe? Sag mir nicht, das ist die Truhe. Hier ist eine Truhe. Dabei ist es die Truhe. Also steht hier random so auf der Oberfläche von der Welt rum. Das wäre fast schon zu einfach. Ich öffne sie jetzt. Sie ist es. Yeah! Okay. Hat sich gelohnt. Es war ein Football-Tor darin. Und Beinlinge des Präzisionsschützen. Oh, was? Ist ein Football-Tor. Hat sich gelohnt. Charakterstufe 24 wird dafür benötigt. Holy shit. Ich glaube, die Beinlinge des Schützen, die könnten was für dich sein. Eventuell. Mal gucken. Ich baue ja mal den ganzen Sand ab, Mann. Bis wieder geteleportet wird. Interesting. Das okay, man muss sagen, jetzt sieht es schon echt besser aus von der Grafik, muss ich sagen. Immerhin, das hat sich gelohnt. Aber so großer Unterschied ist es jetzt irgendwie nicht. Ja, aber nee. Per Portal da jetzt mal definitiv nicht, also das ist jetzt kein grafisch intensives Spiel. GTA 5 ich würde... GTA, glaube ich, ist da wieder ein ganz anderes Kaliber. Ja, yeah, also wenn du GTA das erste Mal hier mit dem PC startest, wirst du den Unterschied merken, glaub mir. Er hat ja schon die Unterschiede gemerkt, dass wir irgendwas von GTA angeguckt haben und, oder, glaube ich, wir haben irgendwas von GTA angeguckt, irgendwas Kurzes. Und hat Claudia gefragt, was das für ein Spiel ist. Und ihm gesagt, das ist GTA. Ich meine, du hast ja den Screenshot gesehen, den Claudio mal gemacht hat. Das war ja. Aber das ist auch schon so lange her, weißt du. Ja, aber das ist ja die Grafik, mit der er das gespielt hat. Ja, aber du denkst, ich erinnere mich. Achso, okay. Ja, den findest du aber auch, glaube ich, auf seinem Steam-Profil. Ich glaube, den hat er hochgeladen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann habe ich auch. Ha, Brian Diamond, du hast jetzt nicht mal mehr einen Platz zu stehen. Ah, ne, hast du den auch. Das habe ich ihm extra gebaut. Nein. Eiselsch. Und den Mast nehme ich ihm jetzt auch. Nein. Warte, ja, er soll sich bei Sins beschweren. Ich drop dir gerade mal die Beinlinge. Drop mir die Scheiße, wo bist du? Nein, da hat er noch ein Säckchen, das rumfliegt. Nein, das Säckchen. Das darf er nicht haben. Alter, hab sie abgeworfen. Gar nichts haben. Wo ist die Kanone? Ich muss ihm alles kaputt machen, dankeschön. So. Gut.
Oh nö, die sind ja schlechter als meine. Echt? Die sind für Level 24. Ja, ja, aber meine sind 210, das sind 187. Krass. Kannst du die anziehen überhaupt? Ich kann die anziehen, aber ich bin noch kein Level 24. Ja, dann gebe ich sie dir wieder. Okay. Interessant. Hast du vielleicht einen Nutzen davon? Ja. Ist ja immer so, ja, mein Diamond Beard, yeah, ich nehm dir alles. Ich nehm dir auch diese Fässer. Ich nehm dir alles, was geblieben ist von deinem Boot. Und dein Bett nehm ich dir auch. Okay, gehen wir am besten mal zu Filias Torheit. Okay. Das ist nämlich die Welt, die jetzt theoretisch als nächstes kommt. Außer Besteck und seinen Tisch habe ich ihn genommen. Der arme Brian Diamond Beard.